Willkommen zurück zum Mad Games Tycoon. Weil letztes Mal haben wir wieder ein Spiel programmiert. Kleine Katze auf großen Abenteuer. Die Verkäufe sind bisher noch zufriedenstellend. Schauen wir mal, wie wir hier weitermachen. Ja, also mein Plan ist auf jeden Fall, auf kurz oder lang hier irgendwie mal zu expandieren. Das heißt, eigentlich brauche ich eine Ecke Geld, damit wir halt mehr Platz haben für Gedöns. So, von der Bank irgendwie mehr Geld leihen ist nicht drin, ne? Doch, ist es. So, hab zwar natürlich monatliche Zinsen. Aber wir könnten expandieren. Und das könnte, muss nicht, aber könnte sehr toll werden. So. Machen wir nämlich hier eine ganz große Entwicklungsabteilung. So. Ja, machen wir so. So eine Tür. Ja, so weit, so furchtbar. Dann brauchen wir, warte, ein WC. Das geht. Ah, muss Mindestgröße 3x3 haben, okay. Das heißt, das Ding hier muss kleiner. So. Hat es natürlich Geld gekostet, weil wir alleine den Raum hier gemacht haben, ne? Das ist natürlich schlecht. Aber so ist das, wenn man baut. Man macht halt auch mal Fehler. So. Zack. Das wird jetzt kritisch. Nur weil ich expandieren will. Wirklich. Nur deswegen. So. WC. Einen kleinen WC da. 3x3 sollte ja reichen. Fehlt eine Tür. Kann man ändern. So. Dann brauchen wir hier eine Toilette. So. Wir dürfen halt nicht so viel auf einmal halt auf Klo gehen. Ganz einfach. So. Ist halt dann einfach ständig besetzt. Zur Not müssen wir halt das Gebäude wechseln. Ganz einfach. Aber das WC natürlich halt noch sowas wie Handtrockner. So, machen wir. Da so. Waschbecken. Da so. Okay. Sollte erstmal genügen. Dann. Einmal ummodeln hier. Warte. So. Haben wir da auf jeden Fall genug Platz für eventuell weitere Mitarbeiter. Was sehr, sehr gut sein kann. Ich habe keinen Arbeitsplatz. Das sind die Tasten. Rücken an Rücken. Kann auch entzücken. Und letztes Mal haben wir übrigens eine Entwicklerlegende hinzugefügt, diesen Soundartist. Akira Yamaiku. Ja, hab dafür ein Steam Achievement bekommen, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht bemerkt. Höchstwahrscheinlich eine Entwicklerlegende von hast du nicht gesehen. Keine Ahnung. Frage mich nicht. So, das geht? Das geht. Wir wollen ja Platz sparen, ne? So, ihr dahin. Soweit, so furchtbar. Ja, das hier kann man dann auflösen später. Erstmal müssen wir wieder ein bisschen Geld reinkriegen. Und dann kann man hier Marketingabteilung machen oder man macht hier die Forschungsabteilung größer, wobei das halt so eine Sache ist, wo ich mich frage, brauche ich das? Das ist wahrscheinlich halt eher sowas, wenn ich der Meinung bin, okay, ich will ziemlich schnell was ganz Bestimmtes erforschen. Dann ja. So, Entwicklung. Brauche jetzt natürlich halt noch weitere Arbeitsplätze. Nicht übertrieben viel, aber halt so, dass ich es mir irgendwie gerade noch irgendwie leisten kann. Das wäre cool. Ja. Ich sehe halt immer nur die Gelddinger und denke mir so, ja, das könnte eventuell kritisch werden. Aber mal schauen. So, eine Reihe kriege ich, glaube ich, gleich noch hin. Ja. Soweit so furchtbar. Jetzt
Vorne natürlich, damit sie nicht rumheulen. Hier, wie heißt es? Mülleimer. Stellen wir einfach hier mit hin, so mitten in den Weg. Auch keiner rumheulen. Weißt du, wo bist du, Mülleimer? So, Wasserspender. Brauchen wir ja wohl nicht so viel, ne? So, Kaffeemaschine können sie meinetwegen hier haben für die ollen Kaffeetrinker. So. Heizung, damit sie nicht frieren. Kennen wir das Debakel. So. Wir dürfen eh nicht so viel heizen. Gas ist Mangelware. Medizinschrank. Kranke Mitarbeiter. Ja, ist okay. Was sieht das? Ich muss hier jedes Mal gucken. Was ist denn für welches sortieren? So, eine Uhr, damit sie wissen, wann sie Feierabend haben. So. Ja. Dann hier noch ein schönes Lämpchen in der Ecke vielleicht, so. Hier hinten kann ich nichts platzieren, schade. Und jetzt halt noch was hier. Und für die Pflanzen hier, jetzt, damit sie nicht eingehen, schöne Kakteen. Kaktor, Kakteen wäre mir natürlich lieber. Aber naja, was soll's. Zornblume, ja. So, sollen sie nicht rumrollen. Wenn sie kein schönes Büro haben, du, dann weiß ich auch nicht. So. Jetzt können wir halt noch Mitarbeiter einstellen. Für die Entwicklung. Beziehungsweise ist denn jetzt noch hier das Ding eingetreten, von wegen keine Leute auf dem Arbeitsmarkt? Ja, nein, vielleicht eventuell. Wir werden sehen. So. Es sind relativ wenig. Aber egal. Das heißt, für Game Design nehmen wir sie ein. Und Carsten Ulrich wird eingestellt. So. So. Hier kann ich auch noch ein bisschen was sparen oder umwechseln hier. Damit sie Pflanzen haben. Ja, einer kriegt hier eine Pflanze mitten in den Weg. So. Der Rest kommt hier erstmal hier außen hin. Die Heizung kommt im Flur meinetwegen, so, damit sie halt auch den Flur halt dann beheizt haben. Ui, toll. So. Soweit, so furchtbar. Das heißt, das Ding kann so erstmal abgerissen werden. Okay. Und wie gesagt, man könnte halt jetzt dann den Raum hier zum Beispiel für... Ich weiß gar nicht, geht das hier so? Und kopieren. Und bewegen. Ach, Raum bewegen geht? Oha. Oha. Okay. Nur halt diverse Objekte muss ich neu platzieren, ja? Okay. So. Okay, so hätte ich erweitern können. Gut. Dann kann ich hier auch nochmal einen Arbeitsplatz hin. Oder zwei. Für die Forschung. Denn wir haben ja noch welche auf dem Arbeitsmarkt für Forschung. Einen zumindest. Haben wir nicht haben. So. Dann könnt ihr Aufgabe abbrechen. Und ihr entwickelt jetzt das Thema Engel, wenn ich es finde. Engel. Denn in den Kommentaren wurde geschrieben, ich soll ein Spiel machen mit dem Thema Engel. Soweit. So furchtbar. So. Ihr habt keine Auftragsarbeit. Das ist sehr, sehr schlecht. Warte. Dornriss habe ich jetzt nichts zum Erforschen. Sonstiges. Ein A-Studio. Also ein A-Spiel. Brauche ich aktuell noch nicht. Okay. Ja, dann mach mal Themen Engel. Kann ich das auch hier eingeben? Engel. Engel. Jo, geht. Okay. Dann sollen sie das mal erforschen. Einige Fans hätten sich bestes Missionsdesign bei Kleiner Katze auf großen Abenteuer gewünscht. Ach, ich soll sie mal nicht so anstellen.
So. Kann ich ein Spiel entwickeln? Hier so ein Auftragsspiel? Nein? Auftragsarbeit, Auftragsspiel in der kurzen Zeit. School Days. Mindestbewertung für Bonuszahlung 5%. Okay. Ein Spiel für einen anderen Publisher mal eben schnell erstellen. Meinetwegen mit meiner Mettbrötchen Engine, das ist okay. So, können wir alle Sprachen aktivieren. So, was ist das für ein Spiel, Wörter? Was machen wir eigentlich für ein Spiel? Ein Geschicklichkeitsspiel. Okay. Hauptthema ist nicht drin. Hauptthema Schule brauchen wir da eigentlich, ne? Okay. Da müssen wir jetzt tatsächlich das, gleich zuerst entwickeln, damit wir ein bisschen noch Geld kriegen, weißt du? Das ist nichts, worauf ich sonderlich viel Wert lege. Komm, wir machen den großen Messestand. Wir haben ja drei Spiele zur Auswahl, die wir halt vorstellen können. So. Hauptsache, wir kriegen mehr Fans. So. Schule. Kann ich schreiben? Ich kann wirklich nicht schreiben. Schule, zack. So. Kleine Katze auf großen Abenteuer ist auf jeden Fall jetzt im Positiven. Das ist sehr, sehr gut. Dann Themen Engel. So, könnt ihr schon mal weiterforschen. Ihr könnt bestes Level-Design bei dem Katzenspiel. Auftragsarbeit, Auftragsspiel. Oh. Ah, machen wir das. Hauptthema, Julie. So. Passt alles. Da kommen wir mal alle Sprachen. Immer noch. So. Ein Geschicklichkeitsspiel. Muss schnelle Reaktion beweisen, nicht nur mit Joystick, sondern auch mit dem Kopf. Okay. Transmissionsdesign so. Leveldesign auf jeden Fall sehr groß. Charakterdesign, ja, geht so. Story brauche ich nicht. Bisschen mehr innovativ. Zugänglich, ja, auch. Spieltiefe muss nicht. Spiellänge, ja, gut, passt irgendwie. Das heißt, ich kann jetzt hier noch irgendwo. Ich setze einen in die Story. So. Sollte jugendfrei sein. So, für Casual Gamer und. Ja. Ja. So. Gameplay sollte sehr wichtig sein. Grafik. Sound. So. Ja, machen wir so. Muss ja nur einen gewissen Mindestwert erreichen. Muss mindestens ein Gameplay-Feature eingeschaltet werden. Ja, komm, mach mal alles. Ich habe auch hier alle deaktivieren oder aktivieren. Okay. Bei Auftragsspielen kann die Finanzierung nicht reduziert werden. Ja gut, das macht Sinn. So, der Auftraggeber hat dir die Grundvergütung in Höhe von 12.000 Dollar überwiesen. Bonuszahlung in Höhe von 41.000 hältst du, sobald dein Auftraggeber das Spiel bereicht hast. Im Pressespiel mit mindestens 5% bewertet. Also eigentlich haben wir hier einen Verlust geschafft. Weil ich schon mehr dafür investiere, als ich eigentlich rauskriege. Ja? So, Pharao Escape vom Markt genommen. Sehr bedauerlich. Another Brick in the Ship auch. Naja. Irgendwann ist halt vorbei. Ne? Automatische Forschung. So was. Mach mal. School Days. Einer deiner Programmierer möchte wohl Mitarbeiter des Monats werden und hat eine Nachtschicht eingelegt. Das Resultat ist eine deutlich gesteigerte Performance des Spiels. Ah, leider nur ein Auftragsspiel, ne? So, Spiel abgeben. Muss ja nur 5% erreichen. Die haben wir locker. Locker. Guck mal. Easy. Entwicklungskosten 49.000.
Also hätte besser sein können. Ich glaube, wir haben sogar mehr ausgegeben dafür. Aber gut, sie haben was getan, das ist gut. Und das trainiert sie quasi auch. So, Spiel entwickeln. Ein neues Konsolenspiel. Hauptgenre. Machen wir ein Adventure. Untergenre geht aufs Denkspiel, auch wenn beides halt so ein bisschen übersättigt ist. Aber es scheint ja auch eine gute Kombination zu sein, deswegen gibt es ja auch den Sternchen. Neue Genre-Kombination. Plus 10% verkaufte Spiele. Ja, auch wenn wir hier halt sehen, okay, der Markt ist an sich übersättigt. Ja. Beliebtheit des Genres unbeliebt. Marktübersättigung hoch. Ja. Aber es ist ja ein Spiel mit Engeln. Findet da. So, davon gibt es vielleicht noch nicht so viel. Der Name des Spiels, ja, Point-Click-Adventure, der Bengel mit dem Engel an der Angel. Der Bengel mit dem Engel an der Angel. Noch Fragen? Nein? Gut. Ja, eine tolle Beschreibung. Als der rotzfreche Moritz unweigerlich mit auf einem Angelausflug mit seinem Vater ging, staunte er, was? Staunte der Junge nicht schlecht, als er plötzlich unerwarteterweise einen Engel an seiner Angel hatte. Auf dieser unvorhergesehenen Begegnung basiert dieses großartige Point-and-Click-Adventure mit spannenden Rätseln aus dem Hause Mammutprojekt. So. Noch Fragen? Nein? Gut. Dann können wir das ja so losgehen, ne? Unterthema, machen wir noch Unterthema? Nee. Nee. So, Hauptplattform. Beziehungsweise DevKits. Ja, nein, vielleicht eventuell DevKits erwerben. Ist nix. Gut. Also wir gehen danach. Was haben wir denn an Marktanteile gerade? Ganz klar, Katari und der Tappe 2. So. Das Bestmögliche aus meiner Engine hier rausholen, was ich irgendwie habe. Viel ist es nicht. Aber immerhin. So, dann. Missionsdesign ganz toll, Leveldesign ganz toll, Charakterdesign ganz toll. Story ganz toll. Innovation, ja, lasse ich immer zugänglich. Ja, eigentlich auch. Ich würde gerne alles vollhauen. Ich kann aber nicht. So, das heißt, ich muss irgendwo Abstriche machen. Vielleicht ein bisschen Leveldesign. Sollte zwar natürlich halt vernünftige Hintergründe haben und so weiter, ne? So.
Aber ich weiß auch nicht. Bequemlichkeit. Ja, haben wir Level die Missionsdesign. So. Es ist auf jeden Fall jugendfrei. Das lassen wir so. Gameplay, Grafik, Sound. Ja. Lösen von logischen Rätseln, keine übertriebene Gewalt und ein erzählerisches Gameplay zeichnen dieses Genre aus. Das Gameplay sollte toll sein. Grafik auch. Sound, ja, geht so. Außer ich will es voll vertonen. Technik, so. Vielleicht haut es hin, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. So, alles aktivieren. Zack. So. Das andere Spiel, das Auftragsspiel, das wir hier haben, das erscheint hier natürlich nicht. Weil das interessiert eigentlich nur den Publisher, für den wir es quasi entwickelt haben. So, das geben wir jetzt in Entwicklung. Und dann mal gucken. Der Bengel mit dem Engel an der Angel. Gab auf jeden Fall ein paar Pluspunkte. Jetzt schon. In der Technik ist das, glaube ich, ne? So. Ich kann schon einen Publisher suchen, ich will aber erstmal die Entwicklung fortsetzen. Auch wenn ich nicht viele Bugs habe, aber die müssen weg. Was? Und wir haben einen Fan, einen Hype. Okay. Machen wir unendlich. Erstmal weitermachen. Damit die Bugs da rauskommen. Bitte warten. Habe ich hier noch jemanden auf dem Arbeitsmarkt? Mach mal negative Perks weg. Hier so einen schönen Programmierer, den wir nochmal mit einstellen können. Der kann hier nochmal einen Bug ausmerzen. So. Publisher suchen. Epic's Rare ist für Adventures eigentlich ganz gut. Dann nehmen wir den auch. Ja. SMK ging ja auch, aber also von der Marktstärke allein. Aber ich glaube, hier sind wir besser aufgehoben. So. Okay. Der Bengel mit dem Engel an der Angel. Mammutprojekt und Epic's Wear. Das Spiel zeigt kaum Schwächen und die Handlung ist auf hohem Niveau. Die Visualisierung ist wirklich klasse. Man will die Augen kaum abwenden. Sehr spannender, einlullender Soundtrack, der viele Ohrwürmer enthält. Die hervorragende Benutzerführung hat mich komplett überzeugt. Für einige Stunden wird man in eine wunderbare Spielwelt entführt. Also überwiegend eigentlich sehr positiv, würde ich mal meinen. Ja? Ich wurde auch gefragt, ob ich ein Spiel kenne mit Engeln. Also wo halt der Hauptfokus auf Engel liegt. Weiß ich nicht. Ja, also klar, in Diablo gibt es auch Engel und so, ne? Aber halt selbst ein Engel, weiß nicht, Kid Icarus ist ja nicht mal ein Engel, das ist einfach nur so ein Möchtegern-Grieche mit ein paar Engelsflügel. So spontan fällt mir da halt nichts ein. Gut, aber 70er Wertung ist dafür eigentlich schon wirklich sehr akzeptabel. Oder in der nächsten Folge, wenn ihr mir in den Kommentaren geschrieben habt, was wir denn beim nächsten Mal entwickeln sollen, dann schauen wir mal, wie sich dann die Verkäufe hier so handeln und so. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denn.